Willkommen zu einem Wort der Auslegung von Padre Pio. Er schreibt: Achte darauf, dass du dich nie entmutigen lässt, wenn du dich in deiner eigenen geistigen Schwäche gefangen siehst, wenn Gott Fehler und Mängel an dir zulässt, dann nicht um dich zu verlassen, sondern nur um die Demut in dir zu festigen und dich für die Zukunft aufmerksamer zu machen. Das höre ich hier in München in meinem Alter, ich werde bald 65, bin schon über 40 Jahre Kapuziner, und höre dieses Wort meines Mitbruders: Achte darauf, dass du dich nie entmutigen lässt, wenn du dich in deiner eigenen geistigen Schwäche gefangen siehst. Wenn Gott Fehler und Mängel an dir zulässt, dann nicht um dich zu verlassen, sondern nur um die Demut in dir zu festigen und dich für die Zukunft aufmerksamer zu machen. Padre Pio hat im Lichte Gottes sehr bewusst auch seine eigenen Mängel und Schwächen gesehen, und das zu erkennen und zu erkennen, dass Gott das sieht mit seinem barmherzigen Blick, das macht wirklich demütig. Und Demut ist nicht etwas Kleinmachendes, sondern ist das Selbstbewusstsein, das das Geschöpf Gottes hat. Denn ich bin ein Geschöpf und nicht selber der Schöpfer. Und die Fähigkeiten, die ich habe, habe ich mir nicht selbst gegeben. Die hat Gott mir geschenkt. Und das, was ich erfahre in meinem Leben, das habe ich nicht organisiert, sondern das geschieht, damit Gott mich immer mehr zu dem Menschen macht, den er sich gedacht hat, als er mich geschaffen hat. Auch mit meinen Schwächen und Fehlern. Achte darauf, sagt Pater Pio, dass du dich nie entmutigen lässt, wenn du dich in deiner eigenen geistigen Schwäche gefangen siehst, wenn wir so in unserem Hamsterrad herumlaufen und denken, ah, immer wieder das Gleiche, die gleiche Schuld, die gleiche Sünde, die gleichen blöden Gedanken, der Zweifel und alles Mögliche, meine geistige Schwäche, ich müsste doch eigentlich viel klarer sein. Gerade dann daran zu denken, dass Gott selber ja schwacher Mensch geworden ist, an unserer Seite ist und dass er mit dem Licht seiner Liebe und seiner Gnade mich das erkennen lässt, wie begrenzt ich bin, wie wenig ich natürlich kann, wie viel Kraft mir fehlt. Und wenn ich das dann klar habe, dann werde ich ganz von selbst mit der Bescheidenheit meiner wenigen Kräfte, mit der Möglichkeit, die ich habe, das tun, was möglich ist und Gott möglich macht. Demut ist eigentlich eine gesunde Selbsteinschätzung. Demut heißt, ich bin stark in dem, was ich habe. Und ich denke nicht immer daran, was ich nicht habe und was ich haben könnte und was noch schön wäre, wenn ich das auch noch hätte. Nein, nein. Du mit deinen Gedanken, du mit deinem Leben, du mit deiner Biografie, du mit deinen Schwächen und du mit deiner Begrenztheit, du bist genau das richtige Werkzeug in der Hand Gottes, und versuch dich bloß nicht anders zu machen. So kannst du aufmerksamer werden für die Zukunft. Interessant, dass Padre Pio das auch so nennt. Wir sollen einfach die Fehler und Mängel, die Gott in uns zulässt, nehmen, damit wir in der Demut gefestigt werden und durch Gott für die Zukunft aufmerksamer gemacht werden. Denn wenn wir selber wissen, was wir können, uns nicht überschätzen, dann haben wir auch einen klaren Blick für die nächsten Schritte und wollen nicht stark festhalten, dass alles so bleibt, wie es ist und wie wir es gerne hätten. Und wir werden trotzig und bockig und zu unangenehmen Zeitgenossen. Nein, wir werden aufmerksam und gehorsam und lassen uns dann auch etwas sagen, dass wir Hilfe gebrauchen. Lass dich mal beraten. Es könnte sein, dass du doch ärztliche Unterstützung brauchst. Geh doch mal zum Arzt. Versuch doch mal, dem nachzugehen, wie deine Schwachheit jetzt ist. Nimm das in Demut an und dann kannst du viel klarer für die Zukunft planen. In der Liebe Gottes ist ja keine kleinste Gabe so klein, dass Gott nicht noch etwas daraus machen könnte. Und ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie in aller Demut das erkennen, was Sie haben, dass Sie das viele wünschen, was alles noch schön wäre, über Bord werfen und sagen: Herr, was du mir gegeben hast, das ist wirklich genug. Und lass aus dem, was ich noch kann, was mir noch möglich ist, lass daraus etwas werden, was du mit deiner Gnade zu einem Wunder machen kannst, ohne dass ich etwas dazu tun konnte. Ich stelle dich mir ganz zur Verfügung mit meiner Schwachheit, damit sich deine Stärke umso mehr in die Welt hinein entfaltet, vielleicht auch durch meinen kleinen Dienst.